So, nö. Wenn wir das angreifen, werden wir doch bestimmt geschockt, oder? Ah, nein, das geht sogar. Okay, nice. Oh oh. Das gefällt mir aber überhaupt nicht. That there, that's an Ank. Oh ja, nein. Wir kommen doch schon gegen Nidhogg nicht klar. A guardian of these ruins is sealed inside. Using an Ank jewel in front of the Ank will release the guardian. Make sure you prepare for battle. Also das da, das ist ein Ank. Ein Wächter dieser Ruinen ist in einen solchen eingesperrt. Wir müssen ein Ankh-Juwel benutzen. Vor dem Ankh benutzen, um ihn zu befreien. Und wir sollen es auf jeden Fall für den Kampf vorbereiten. Okay. Aber von Guardian. Gut, okay, wir haben natürlich auch noch nicht das Ankh-Juwel. Aber wir haben den Ankh mal gefunden. Warte, was hat das hier gemacht? Oh nein! Das war knapp. Ach, guck mal. Es war zwar an sich das Richtige, aber es hätte uns trotzdem beinahe platt gemacht. Weil ich wollte doch noch sagen, das war doch irgendwie der richtige Sound. Es war an sich auch richtig. Nur irgendwie nicht. Nicht so wirklich. Ja, dann gehen wir mal hier rein, bevor wir Nidhogg erledigen. Jetzt sind wir bei Verdanis Root, okay. Ah, ja, so viel zu den Safety Hits. Das ist halt wirklich so. Du musst eigentlich jedes Skelett, das auf dem Boden liegt, einmal anhauen. How do you get into the room back there? I guess you gotta just grab onto the column and take a leap of faith. Haha, what am I, a ninja? Also, wie gelangt man in den Raum dort hinten? Ich denke mal, man muss sich einfach bloß an dieser Säule festhalten und einen Sprung des Glaubens machen oder halt leap of faith, klar. Und ja, was bin ich, Ninja? Naja, wir wurden ja zum Glück in Ninja-Training ausgebildet. Aber es bringt uns halt trotzdem nichts, weil wir das Siegel noch nicht haben. Was macht das da? Gar nichts, weil wir da nicht hinkommen. Nice. Na, dann halt nicht. The path from the roots blocked at Yggdrasils gate. Beyond the ancient land of origin. The Icefire Treetop. The land of ongoing warfare. The immortal battlefield. The land where the future of Yggdrasil was set. Anfen. Ist so undramatisch, wenn dann halt der Name wieder kommt. Ich weiß nicht, wie spricht man das aus? Keine Ahnung. Also, der Pfad von den Wurzeln ist blockiert bei Yggdrasils Tor. Hinter dem Tor ist das Land, das antike Land des Ursprungs. Die Icefire Treetops oder Icefire Treetop. Halt eben Eisfeuer Baumwurzeln. Nee, Quatsch. Das war komplett falsch. Baumkronen, so rum. Das Land, in dem ständig Krieg herrscht, das unendliche Kampffeld und das Land, wo die Zukunft von Yggdrasil festgelegt wurde. Anfen. Okay. Locked Yggdrasil Gate. Also es geht in drei Richtungen von hier aus weiter. Icefire Treetop, Immortal Battlefield und Anfen. Können wir es mal speichern. Warte mal, Sekhmet. Ist der das? Path Protecting Beast God Sekhmet is protected by 5 Mantras. Nee. Ja, nee, das kannst du so vergessen. Ich meine, du musst dich hier festhalten, klar, aber das können wir noch nicht. Dafür haben wir noch nicht die richtigen Fähigkeiten. Na, gehen wir mal hier weiter. Ach ja. Okay, wir können bisher noch nichts machen. Jetzt ist das dort oben alles erforscht. Dort drüben ist Nidhogg. Dort unten können wir den Ankh beschwören. Oh, hä? Ach ja. Dort drüben können wir den... dort unten können wir den Ankh beschwören. Das heißt, die Seite ist komplett fertig. Wenn wir hier entlang gehen... Dann können wir dort nach oben... Oh, nice. Wir können es also da tatsächlich runter durchducken. Das ist schön. Dann sind wir hier. Dort über uns ist Nidhogg. Hi. Der uns sicherlich ziemlich schnell platt machen wird. Wenn wir hier weiter rüber gehen, dann haben wir hier das Rätsel.
wo uns der Kerl gesagt hat, dass er das zuerst mal in Ruhe lässt und ich auch nicht weiß, wie ich es vorerst lösen soll. Dann haben wir das hier und über uns Dark Lords Footprint, okay. Und dort oben haben wir ja den Bereich, wo wir einen Stock bräuchten, um weiterzukommen. Da ist ja auch nochmal, genau, Skull's Root. Da kommen wir auch nochmal in ein neues Gebiet. Wenn wir da jetzt weiter nach unten gehen, ich will gerade bloß mal kontrollieren, ob wir noch irgendwas anderes machen können außer Nidhogg. Ansonsten muss es eben er sein. Ja, aber hier können wir noch nichts tun, weil da ist immer noch das... die Falle, bei der ich zumindest nicht wüsste, wie wir sie umgehen können. Wenn wir hier durchgehen, dann kommen wir hier nach unten. Hier waren wir aber auch schon überall, oder? Wie war das denn? Ganz nach unten können wir auch, da waren wir denke ich auch schon. Oh! Fafnir! Oh Gott! Das war natürlich mies. Na, großartig. Fafnir sagt mir auch was, das war auch ein Drache, nicht wahr? Fafnir. Sollte ich mir die alle schon durchlesen, bevor ich sie bekämpft habe? Nee, eigentlich nicht, oder? Macht eigentlich keinen großen Sinn. Wenn wir irgendwas gefunden haben, was wir noch nicht finden sollten, dann lassen wir es vielleicht vorerst mal. Weil ich denke mal, Fafnir ist unser Guardian hier. Nein! Ah, verdammt. Okay, ja, und hier braucht man Siege. Und das ist der ganz unterste Punkt. Okay, wir haben Fafnir gefunden, aber wie gesagt, ich will ihn jetzt gerade eben noch nicht lesen. Da das dann ja irgendwie blöd wäre. Hier müssen wir Beschwörungen vollführen. Also der ganze untere Bereich ist einfach gerade noch nicht zugänglich für uns. Wir könnten die Column angreifen. Aber ich dachte eigentlich, dass das uns helfen wird, wenn wir die Beschwörung haben. Ah, halt, zu der Dame. Ich bin ja doof. Wir haben doch jetzt hier einen Gatten gerettet. So, ich will aber trotzdem nochmal kontrollieren. Hier ist soweit nichts. Da drüben sollte dann der... Genau, der Bereich sein. Hä, aber da kommen wir doch auch dann bloß zum... Oh, ich sehe, wo man das ausschält. Dort kommen wir doch dann auch bloß zu dem einen Punkt. So, war so easy. Aber wie gesagt, da kommen wir doch eh bloß da runter. Ja. Hat also nicht so viel gebracht. Okay, dann haben wir das Rätsel zumindest gelöst. Aber ja, wir können ja zu der Dame gehen. Da haben wir jetzt ihren Mann gerettet. Vielleicht gibt die uns ja noch irgendwas. Das Siegel wäre nice. Mal schauen. Wir kontrollieren hier nochmal. Hier war der Eingang. Und das da. Damit ist das fertig. Ja, und damit haben wir jeden Raum hier in den Roots von Yggdrasil erkundet. Und ich hoffe, ich weiß soweit auch, wo die ganzen Rätsel zu finden sind. So, jetzt gehen wir da rüber. Wir speichern hier nochmal schnell. Da wir vor allem eben halt auch gleich gegen Nidhogg kämpfen müssen. Bringt ja nichts. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, sollen wir uns zuerst nochmal das durchlesen, wenn wir irgendwas Neues finden oder erst nachdem wir es bekämpft haben. Oder vielleicht während wir es bekämpfen. Wenn wir das erstmal drauf gehen, können wir es ja auch lesen. Das geht ja genauso. So, his soul is no longer here. Where has he gone? Where has it gone? Du gibst mir nichts? Nein. His soul is no longer here. Where has it gone? Okay, seine Seele ist nicht mehr hier. Wo ist sie hin? Ist mir doch egal, wo sie hin ist. Gib mir irgendwas. Verdammt. Okay. Nidhogg it is. Ich dachte, wir können uns irgendwie an Nidhogg vorbeischleichen, aber nö. Muss wohl so sein, dass wir ihn besiegen. Na, ich dachte echt, dass man mehr Freiraum bekommt, sag ich mal. Oh. There are words written on the mural, but they are too big to scan. Try using specialized software. Ja, verdammt. Können wir uns für später merken. Also, es ist zu groß für einen Handscanner, da brauchen wir eine spezielle Software dafür. Das ist dann was für später. Können wir da drüber laufen? Über die... Nee. Okay. Da haben wir gesagt, da muss es wohl Nidhogg sein. Verdammt. Ich hatte gehofft, dass wir den nochmal in Ruhe lassen können. Na dann. Auf geht's.
Oha. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist überhaupt nicht. Wow. Okay. Gut, dass wir gespeichert haben. Wie sollen wir den Nidhogg besiegen? Und ich wüsste gerade noch nicht... Naja, das ist blöd. Das ist ein blöder Pfad. Und ich wüsste gerade noch nicht, wo wir woanders hinkommen sollten. Doch, das ist richtig. Wir haben eigentlich alles gemacht. Ist doch nicht richtig. Glaube ich zumindest, oder? Überall anders sind schon die Siegel. Außer ich... Ach so. Ich wusste ja nicht, dass man da drüber laufen kann. Das erklärt jetzt natürlich einiges. So. Natürlich kann man ihm bloß am Kopf angreifen. Wäre zu schön gewesen. Ist schön, wie er so ein Flugzeuggeräusch macht. Verdammt! Nein! Aber wenn man da rausfällt, kann man bestimmt auch alles wieder nochmal machen. Na, großartig. Ich sehe noch nicht wirklich, dass wir Nidhogg besiegen können. Och, nö. Es läuft ja gerade gar nichts. Hätte ich vielleicht die Säule unten angreifen sollen? Vielleicht. Vielleicht komme ich ja weg. Das wäre die letzte Chance, die wir noch hätten. Weil ansonsten wüsste ich nicht, wo wir noch hin könnten. Da müssen wir auf jeden Fall weg. Verdammt. Er ist aber auch immer, er geht auch immer weg von uns. Nee, keinerlei Chance. Wie sollen wir ihn denn besiegen? Das bräuchte unendlich viele Shurikens. Ja, vor allem, er macht dann halt... Ah, okay, es geht aber auf jeden Fall noch. Also ganz langsam, aber je nachdem, wie viele Shurikens er bräuchte. Ah, schade. Okay, das geht. 3 Shurikens pro Phase können wir reinhauen. Er ist ziemlich leicht, was das Angriffsmuster angeht. Vielleicht muss ich aber bloß unendlich viele Shurikens sammeln. Okay. Wie gesagt, das geht, aber mache ich ihm genügend Schaden? Keine Ahnung. Aber anders kann ich ihn nicht besiegen. Das ist auf jeden Fall mal ein fieser Kampf. Okay. Und nochmal durch. Ich war früh dran. Ah, verdammt. Der letzte ging leider daneben. Tja, ich habe noch 20, aber ist das wirklich das Richtige? Langsam gehen sie mir nämlich eben aus, die Shurikens. Ich weiß halt eben auch nicht, wo sein Schwachpunkt, also wo seine Angriffsfläche beginnt. Also wo kann ich noch stehen und wo kann ich nicht mehr stehen? Schade. Das kann eine Weile brauchen. Oh, 2 daneben. Nee, also es scheint nicht so, dass das funktioniert. Haben wir seine Leben schon gesehen? Ich gehe mal davon aus, dass Shurikens einen Schaden machen werden, oder? Das war doof. Ich weiß echt nicht, wie ich ihn mit der Peitsche angreifen sollte. Nice! Oh Gott! Mit dem letzten Shuriken. Okay. Das war verdammt knapp. Na gut, dann schauen wir mal, wo kommen wir jetzt hin. Icefire Treetops. Oh wow, oh Gott. Oh, guck mal, wer da unten ist. Jetzt wissen wir, wo die... Hallo? Kannst du damit bitte mal aufhören?
Lass das jetzt. Hallo, jetzt. Gott. Ich will hier erstmal hinkommen. Also ankommen. Nein. Wo sind sie hin? Da unten waren Limesa und Sean. This path is a freezing one. The frozen treetop presides over by the guardian Modgood. You must pass the frozen pillar to protect, to proceed. Okay, der gefroren, also das ist der Pfad des Gefrorenen. Der gefrorene Baum. Wieso komme ich da nie drauf? Wie heißt das denn? Baumwipfel theoretisch. Der gefrorene Baumwipfel presided over by the Guardian Modgood. Also wird bewacht oder wird wird beherrscht, denke ich jetzt mal. Ich kann nochmal nachschauen, dass wir ja alles richtig machen. Presided. Die Musik ist sehr cool. Präsidieren, etwas vorsitzen, genau, genau. Also wird wird beherrscht. Von dem Wächter Modgood. Du musst die gefrorene Säule passieren, um weiterzukommen. Das ist dann wohl die da. Die passieren wir wahrscheinlich bloß mit Feuer. Nee, okay. Toll. Oh Gott. Will ich hier schon sein? Ein Gebiet, in dem immer Krieg geführt wird? So hieß es ja. Icefire Treetops. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir Nidhogg hätten schon besiegen sollen. Oh Gott. Kleines ja, toll, ne? Kleines Mädchen mit Dämonenflügeln und Knochensense. Sowas sieht man immer gerne. There's a tool that allows you to latch onto walls. Simply by stretching out your hand and taking a grasp. With it, you could swing around a pillar polished to a mirror sheen. Oh, okay. Also da ist ein Werkzeug, das dir erlaubt, dich an Wänden festzuhalten. Ganz einfach, indem du deine Hand ausstreckst und dich festhältst. Mit diesem Werkzeug könntest du dich an Säulen entlang schwingen, die poliert sind wie ein Spiegel. Die Spiegel blank poliert sind, so kann man sagen. So, müssen wir das Sensenmädchen töten? Ah! Böses Sensenmädchen. Oh Gott. Da ins Gesicht. Okay. Mushuwu. Was bist du denn? So. Oh, Icefire Treetops. Jetzt verstehe ich. Nidhogg hatte wie viel Leben? 60 tatsächlich. Aber da machen Shurikens mehr als 60 Schaden, oder? Weil wir ihn ja öfters getroffen. Weil wir ihn ja weniger als 60 Mal getroffen haben. Aber irgendwie finde ich das immer noch nicht, wie es da weitergeht. Keine Ahnung. Fafnir haben wir auch noch, aber den lesen wir später. Mushuwu. 5 HP, 7 Seelen. The soul of a girl who died young, becoming an evil spirit. She wields a scythe in the shape of a bird's head. Swinging it down to beheaded anyone who gets too close. The powers of flight do not appear to be particularly strong. Okay, die Seele eines Mädchens, das jung gestorben ist. Und zu einem finsteren oder zu einem bösen Geist wurde. Sie benutzt eine Sense in der Form eines Vogelkopfs. Sie schwingt die Sense nach unten, um jeden zu köpfen, der in ihre Nähe kommt. Ihre Stärke des Fliegens scheint aber nicht sehr stark zu sein. Ja, weil sie eben nicht mehr nach oben fliegen kann, deswegen wahrscheinlich. Okay. Ja, dieser riesige Totenkopf da hinten ist auch sehr angenehm, ne? Ich sehe schon, dass wir hier in einem sehr gemütlichen Gebiet gelandet sind. So, lass mich. Lass mich doch. Gott, diese Skelette, ne? Richtig penetrant. Nee. Nee, Quatsch. Geschlagen, so rum war's. Oh, wir bekommen sie jetzt schon. Nice. Oder es war eben ein Sequence Break. Keine Ahnung. Grapple Claw acquired. Nice. Und wie funktioniert das jetzt? Nee, ist. Ach, Equip Item. Ah, nee, doch, wir können sie equippen. Aber wie? Ach, mit oben. Oben gerückt halten. Okay.
Das ist natürlich super angenehm. Also vielleicht ist das schon der richtige Pfad. Oh Gott. Nein, mehr kleine Mädchen. Was denn jetzt? The color of that there lava sure is nasty. It looks suspicious as hell. All my years of experience tell me that this'll be impossible, even with the ice cape. Well, call this poison lava. Ja, poison lava, okay. Okay. Die Farbe von dieser Lava dort unten ist definitiv, nicht ganz so toll. Widerlich, kann man sagen. Sieht verdammt verdächtig aus. All meine Jahre der Erfahrung sagen mir, dass, this'll be impossible. Okay, dass es unmöglich ist, selbst mit dem Ice Cape, was eine Anspielung an den ersten Teil ist. We'll call this poison lava, also das ist jetzt Giftlava. Oh Gott, was bist du denn? Du siehst irgendwie auch niedlich aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, was du bist. Okay, Poison Lava auch noch, großartig. Machst du mir irgendwas? Nope, du gibst mir einfach bloß deine... Nein! Wir haben noch nicht gespeichert. Ich habe nicht gesehen, wie viel Schaden ich bekomme. Nein, Nidhogg. Ich muss Nidhogg nochmal besiegen. Verdammt. Das ist natürlich das Ärgerliche, ich hätte sofort abspeichern sollen. Ah, schade. Na gut, dann würde ich sagen, belassen wir es eh für heute. Dann sind wir heute eh lang genug gekommen. Ich wollte jetzt eigentlich eh bloß noch ein bisschen was suchen und dann beenden. Ich habe aber nicht gesehen, wie viel Schaden ich genommen hatte. Wie gesagt, ich hätte eigentlich direkt nach Nidhogg speichern sollen. Dann würde ich sagen, beende ich heute und dann sehen wir uns das nächste Mal dann gleich wieder, sobald wir die Grapple Claw gefunden haben. Das war natürlich doof, aber Nidhogg geht. Also ich weiß nicht, ob man so bekämpfen soll, aber zumindest wenn, dann ja, geht er ziemlich. Er hat ein leichtes Angriffsmuster. Vielleicht ist er einfach bloß so ein bisschen Tutorial, um zu zeigen, wie man mit Sub-Weapons kämpft. Ich denke schon. Er war zumindest unser einziger Weg, weil, wir konnten ja nichts mehr anderes tun, außer ihn zu bekämpfen. Na gut, dann würde ich aber sagen, war's das für heute mit Lamulana 2. Wir sind ja doch schon ein bisschen vorangekommen. Die Wurzeln von Yggdrasil haben wir jetzt eigentlich soweit erkundet. Jetzt müssen wir dort halt bloß noch die ganzen Rätsel lösen. Und ich hoffe mal, das können wir dann mit der Zeit auch machen. Ich hoffe, ich erinnere mich auch wieder an die ganzen Rätsel. Mal schauen, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht schon. Ich habe jetzt auch sehr viel länger gemacht, als ich wollte. Ich wollte jetzt halt einfach bloß so, keine Ahnung, eine Stunde oder zwei maximal mal spielen. Jetzt sind es doch wieder drei geworden. Aber gut, passt ja. Das, denke ich, sieht man, dass es Spaß gemacht hat. Ich hoffe mal, wir kommen auch weiterhin gut voran. Aber jetzt haben wir die Grapple Claws wenigstens schon gefunden. Ist ja schon mal ein weiterer Schritt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir dann die Icefire Treetops erkunden. Also dann, ciao!